zum 50. Mal den Freimarktumzug. Dein Opa, der war zum ersten Mal, beim ersten Mal auch dabei. Und vor 40 Jahren schon mit deinem Papa. Wie oft hast du das schon gemacht? Weiß ich nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass ich angefangen habe, als ich ungefähr 1 oder 2 war. Und dann mit ein paar Ausnahmen bis heute. Und ihr räumt auch immer Preise ab. Meistens. Oft, sagen wir mal. Nicht immer. Aber heute, wie sieht's aus? Heute wird die Konkurrenz besonders groß sein, oder? Bestimmt, ja, denke ich auch. Die Scheiße, die da.
hier. Das ist nicht einfach, hier aufzubringen. Das ist nicht einfach auf dem Einrad. Wirklich nicht so einfach auf dem Einrad. Schöne Idee, die machen auch viele Jahre toll. Oh, ihr seht wieder richtig gut. Komm, das sind drei, vier, reißt er seine Frau mal an. Sensationell, was ich hier erlebe, könnt ihr euch nicht vorstellen. Wie war es bis jetzt? Ach super, mir ist nur ein bisschen schlecht, ein bisschen übel. Oh, Werner, ich kann gerade nicht. Wie hat Ihnen das gefallen eben? Das hier gerade, das war super, aber ganz toll. Tolle Leistung, sehr schön. Sehr gut, alles klar, alles okay. Sehr aufregend, ich bin einfach weg. Wollen Sie dann mal mitfahren? Ach ja, wenn ich mal Zeit habe. Ja, kann ich organisieren. Ja, ist gut, Konrad mit K. Sehr gut, Opti. Als Rentner auch, ne? Ja, ja, sehr gut. Ja. Und ich noch? Ja. Ja, ja, toll, fantastisch. Der 50. Freimarktumzug ist Geschichte. Wie war's für euch? Es hat noch nie so viel Spaß gemacht. Ich bin arschendreck kaputt. Super, super hat es gefallen, jo. Es war prima. Super, hat total viel Spaß gemacht. Tolle Leute, tolles Publikum, das Wetter war super, alles gut. Es war super. Wir hatten Glück. Es hat nicht geregnet. Alles ist klasse gelaufen. Die Bonschen haben so gerade gereicht. Nächstes Mal nehmen wir, glaube ich, 5 Kilo mehr mit. Aber alles toll. Super. 50. Freimarkt und so Geschichte. Du hattest heute hier so einen Solo-Auftritt da oben mit deiner Freundin. Wie hat dir das gefallen? Das war richtig, richtig cool. Aber auch ziemlich anstrengend. Also das war aber richtig niedlich, weil die kleinen Kinder sich dann so doll gefreut haben, wenn wir vorbeigefahren sind und gewunken haben. Und deswegen hat das richtig viel Spaß gemacht. Und ja, mal gucken, wie das Ergebnis jetzt aussieht. Und können wir euch nochmal engagieren? Natürlich, natürlich. Sehr viel Spaß gemacht. Hat sehr viel Spaß gemacht, wirklich. Super, hat Spaß gemacht, wie immer. Seid ihr zufrieden? Ja, sind wir. Gebt ihr noch nicht auf und macht nochmal wieder mit? Ich denke schon, ja. Solange es Spaß macht. Du siehst ein bisschen kaputt aus. Hat sich das Kaputte gelohnt? Ja, sicherlich. Sicherlich hat sich das gelohnt. Ich habe alles gegeben. Ich habe versucht, die Zuschauer zu animieren. Die haben sich gefreut, die haben geklatscht, die haben gelacht. Ich glaube, das war wunderbar. Also ich bin sehr zufrieden, auch wenn ich jetzt sehr kaputt bin. Aber das macht ja nichts. Man kann sich ja wiederholen gleich. Unser Spitzenreiter. Hier ist die Nummer 1 der Laufgruppen im Jubiläumsjahr 2017. Die Gewinner beim 50. Freimarktumzug sind die Nummer 1. Dankeschön.
Einsatz gesehen heute beim Umzug? Haben wir, und wir fanden die ganz, ganz, ganz toll. Auch wir waren auf der Weserbrücke und sie haben so toll agiert, das war einfach nur schön. Hat uns super toll gefallen. Also es war nicht so starke Konkurrenz, aber wir waren auch wirklich sehr gut. Wenn man so viele Jahre dabei ist, dann hat man ein Gespür dafür. Und es ist das erste Mal, dass wir den Titel tatsächlich richtig verteidigt haben. Ich bin total glücklich. Zum ersten Mal dabei beim Freimarkt und so und gleich gewonnen. Was ist das für ein Gefühl? Es hat so richtig Spaß gemacht. Der ganze Tag war total toll. Ja, ich bin total begeistert. Also nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Siegerehrung gewesen, wieder mal gewonnen. Was ist das für ein Gefühl heute? Bitte, ich habe nichts verstanden. Was ist das für ein Gefühl heute? Ja, es ist wunderbar. Wir freuen uns jedes Mal wieder, als wenn es das erste Mal wäre. Vor allem wieder mal eine Titelverteidigung. Und wir haben, wie gesagt, das Publikum, die Zuschauer begeistert. Und ich glaube, dass wir deswegen vielleicht auch den verdienten Lohn heute eingestrichen haben.